Hallo Freunde, Folge 31 und wir stehen kurz vor dem Start der Rückrunde in der zweiten slowakischen Liga bei KFC Komárno. Zwei Testspiele habe ich noch, eines gegen die St. Pölten Juniors oder Juniors und danach gegen den Floridsdorfer AC, meine Generalprobe für das erste Rückrundenspiel in der Mission Abstieg verhindern. 7 Punkte Rückstand ist machbar, aber natürlich auch nicht leicht. Bevor wir einsteigen, darf ich wiederum ersuchen, zu kommentieren, mein Video zu teilen und wenn ihr Lust und Laune habt, wie in Folge 30 erwähnt, besucht die sportfanatiker.at. Wir steigen ein in die Vorbereitung zum Rückrundenstart mit dem Testspiel gegen St. Pölten Juniors. Da zeige ich euch dann wieder nur das Ergebnis. Floridsdorf sehen wir uns dann an. Dann kurz ein Rückblick auf die Trainingswochen. Wie ihr sehen könnt, war das alles wirklich auf Taktik ausgelegt. Hier Taktik, dann was die Spielvorbereitung mit der Taktik betrifft, hier defensive Formation, offensive, also hier wirklich wie ein Noah Taktik trainiert, auch hier nochmal in der Trainingswoche gegen den FAC, alles nochmal auf die Taktik ausgelegt. Das muss funktionieren, ich glaube, ich bin auch zufrieden, ich habe da jetzt die Testspiele nicht gesehen, ich habe zwar wirklich nicht gewonnen, aber wenn ich das jetzt vielleicht runterrechnen darf oder hochrechnen darf auf die Liga, glaube ich, schaut das nicht so schlecht aus. Hier mein 4-4-2. So habe ich eigentlich wirklich vor zu spielen. Muchaya, der muss halt in diese Rolle hineinwachsen als rechter Flügel im Mittelfeld. Das bleibt ihm. Um nicht ins Prohaska-Deutsch zu verfallen, das bleibt ihm und mir nicht erspart. Dann, da ja Kujat oder Kujakt, wie auch immer der jetzt heißt, nach Salzburg gewechselt ist, habe ich mich umgesehen am Transfermarkt. Ich brauche jemanden jetzt für die rechte Seite, weil der Muchaya kann ja nicht immer nur 90 Minuten spielen. Ich hatte niemanden außer ihn. Und jetzt habe ich da am Transfermarkt gefunden, ablösefrei, Juraj Pillat. Und der schaut eigentlich ganz gut aus. Jetzt nicht vom optischen her, sondern von seiner Position und von seinen derzeitigen Fähigkeiten her. Er ist jetzt mal auf Probe bei mir. Aber ich denke schon, dass ich den versuchen werde zu verpflichten. Sitzt er mal noch da am Bankau. Aber er wird dann sicher zur Pause reinkommen und auch gegen den FAC wird er sein Können beweisen dürfen. Oder gegen Floridsdorf. Jetzt spielen wir gegen St. Pölten und dann gegen Floridsdorf. So wie gesagt, hier eigentlich mit dieser Aufstellung möchte, das sollte mein Grundgerüst sein. Auf links könnte es immer zu Abwechslungen kommen zwischen Krela und Konzal. Sonst auch da links und rechts habe ich zwei gleich starke Ersatzmänner, wobei er der Kapitän ist, der Skovajsa. Und vielleicht nicht so gut fürs Mannschaftsklima, wenn man diesen Führungsspieler da auf die Bank verbannt. Und wie gesagt, Rapper, der ist leider gesetzt oder für ihn, Gott sei Dank, er ist mein einziger U21-Spieler, der hilft oder reinpasst, weil der Rest ist wirklich sehr schwach, auch in der U19. Da ist alles sinnlos hochzuziehen. Ich melde mich gleich mit dem Ergebnis gegen die Juniors. So, hier 2-2-1 verloren gegen die St. Pölten Juniors. War eigentlich nicht zufrieden mit der Leistung, hätte ich jetzt nicht erwartet, zumindest die erste Hälfte war wieder katastrophal. Wir haben überhaupt keine Chancen gehabt. Zweite Hälfte war dann besser,
Gott sei Dank wiederum nur ein Testspiel. Aber wie gesagt, die erste Hälfte habe ich nicht verstanden. 5 Wochen verletzt, super gut. Einer meiner besten Spieler und der zweite auf der linken Seite auch. Der ist ja auch verletzt, wie ist er denn? Da. Auch 5 bis 7 Wochen. Also, wie soll man denn da nicht absteigen, wenn sie dann die Besten auch noch verletzen? Dann der nächste, auch eigentlich einer der besseren. 3 Wochen. Hier. Die Generalprobe. 236 Tickets verkauft. Sind halt Leute nachgerückt aufgrund der Verletzungen von Matej Konzal, Tawanda Muchaja und Pavol Pelas. Schade. Wie gesagt, die Generalprobe schauen wir uns an, ehe es dann um die Meisterschaft geht, um den Nichtabstieg, um das Leben des Brian. Oh, ein alter Bekannter, Thomas Letsch, Trainer beim Floridsdorfer AC. Üblicherweise sage ich immer in einem Testspiel, es ist eure Chance, euch einen Platz in der ersten Mannschaft zu sichern, habe ich auch gesagt. Ich weiß nicht, ich muss jetzt aufpassen, mittlerweile hören Sie mir, sind Sie nicht mehr desinteressiert, sondern aufgrund der Atmosphäre nicht mehr ganz so aufmerksam. Also ich glaube, langsam oder sicher fangen Sie auch an, mir zuzuhören. Ich habe jetzt auch nur eingestellt die Highlights, also die abgeschlossenen oder wie sagt man, entscheidenden Highlights. Hinter dem Ball so schön und dann so dass er weghaut. Ja, was hat der Tormann denn da gemacht? Ein Fliegenfänger. Ja, Koller. Ein Knipser, ein Junger. Setzt sich da durch gegen 3 Floridsdorfer. Und schau, der Rapper, der Gangster-Rapper. Hat er lange gewartet und dann gesehen, die Rücke ist offen und dann schiebt er ihm hinein. Oder an einer WW bei Floridsdorf. Oh, dahin. Ausgespielt. Wie ein Lehrbub. Aber dann hat er sich doch mal zurückgeholt. Auch das.
Verstehe ich auch nicht, diesen Ausschuss und diesen Pass des Florenz Dorfers würde ich jetzt als Trainer Lech auch nicht verstehen. Was? Kann aber nur von ihrem Erfolg gewesen sein, vom Floridsdorfer, so wie der eine gehabt ist. Pausenstand 2:1. Bin eigentlich durchaus zufrieden. Ist jetzt keinen Grund für einen Wechsel, wie gesagt, Generalprobe. Der Ausgleich von Tolga Günnes. Einen Geschlachten, wie man so schön sagt in Wien, haut er weg. Und der verhungert, muss der Butterbrot noch haben. Damit er nicht verhungert, bei so deppert. Ja. Pojakowski. Und dann wieder der Ausgleich vom jungen Roman Maximilian Kohler. Haben wir gewechselt, wie ich jetzt auch in der Meisterschaft wechseln würde. Ja, hat er gut gemacht, beide, Kohler und der Passgeber. Aber dann die Flanke schießt ihm aufs Knie oder aufs Schienbein. Denkt auch nicht mit. Schade. Dann ein Testspiel, aber für den Worst Case. In der Meisterschaft. Schade! Naja, 3:4. In der Generalprobe, man sagt ja, wenn die schief geht, klappt's. Dann in der Premiere.
Ja, jetzt kommt's drauf an. Jetzt haben wir noch eine Woche bis zur Premiere, also bis zum Start der Rückrunde. Da müssen 3 Punkte her, jetzt helfen eigentlich nur noch Siege. Bei 7 Punkte Rückstand braucht man sich mit Unentschieden nicht aufzuhalten. Dann steigen wir ein in die erste Woche der Wahrheit. 12 davon gibt's. Ja, das ist natürlich, mein Fehler können immer passieren, aber da als linker Verteidiger und Kapitän 8 Fehler, also das ist ja wirklich skandalös. Das kriegt er auch gleich zu hören. Eine Strafe nicht, aber gut, das verstehe ich nicht. Der macht 8 Fehler und gibt dir so eine Antwort. Ja, und Kapitän ist er auch noch. Das ist eine Laufleistung, super. Er ist viel gerannt, aber es kann ja auch, der kann nur rund um den Platz rennen, hat auch 12 Kilometer. Da nur kurz, damit ihr vielleicht ein bisschen auch versteht, wie ich ticke oder denke. Der 19-Jährige, der erst 2 Sterne für eine Jugendbewertung hat, solche schaue ich, dass ich bei erster Gelegenheit loswerde. Also wenn du mit 19 Jahren noch eine Bewertung für die Jugendmannschaft hast, ein Wertartspieler. Am letzten Transfertag habe ich doch nochmal zugeschlagen, wie gesagt, Pillard war eh klar, dass ich den verpflichte. Ich habe aber auch für ihn noch einen Backup verpflichtet, und zwar den Andrei Ivancic, weil ja der Muchaja doch längere Zeit verletzt ist. Das heute nicht aus. Beim Gewichtheben ein Leistenbruch beiderseitig. 6 bis 8 Wochen. Da krieche. Oh, Gewichtheben. So seit langem wieder ein Taktikbriefing. Aber da stelle ich eigentlich gar nichts ein mit dem, sondern es gibt nur die eine Anweisung, dass der Rapai Mann gedeckt werden muss. Weil er ein Knipser ist. Oder eben als Knipser vorne hineingestellt wurde und diese Manndeckung übernimmt. Pagatsch. Wie gesagt, das war mein Anliegen, weil das ist mir aufgefallen bei der Gegneranalyse, dass da vorne ein Knipser drinnen steht. Ah, da genau, da die nach innen sind, das werde ich probieren. Drauf konzentrieren, enger zu stehen, macht euch keine Sorgen um die Außen. Aber der Kader ist nicht einverstanden, verstehe ich aber nicht. Die nach innen ziehen. Warum hebt sich das auf? Wenn die inverse Außenstürmer haben und ich ihnen das sage, rückgängig machen geht wahrscheinlich nicht. Egal. Schauen wir, was passiert. Ich
habe es jetzt als logisch empfunden, ich zeige euch das auch, dass ich mir das nicht einbilde. Hier. Inverser Außenbahnstürmer, das bedeutet, er zieht nach innen. Ja, der nicht, aber trotzdem. Na, Alter, ich bin jetzt voll entlassen worden. Das bocke nicht. Verstehe ich nicht, diese Entlassung. Die haben da eine Sitzung einberufen, kann man das nochmal sehen. Weil die Mannschaft nicht mehr hinter mir steht. Das habe ich da auch. Da war dann da die Sitzung. Da. Das waren 4 Spieler oder 5. Dann habe ich eben, also 2 sind übergeblieben, die nicht hinter mir stehen von dem dann. Es waren überhaupt nur 5, die sich aufgeregt haben. Und über was, weiß ich auch nicht. Die haben nur gesagt, sie stehen nicht hinter mir wegen den jüngsten Erfolgen. Ich bin seit 3 Spiele da, die sind selber auf einem Abstiegsplatz. Habe ich sie übernommen. Dann beruft der Vorstand eine Sitzung ein, weil die Spieler nicht hinter mir stehen. 2 stehen nicht hinter mir. Und ich sage, das kann ja nur ein Scherz sein, weil es ist nur eine Handvoll, weniger ist nicht gegangen zum Sagen. Nur eine Handvoll, waren nicht mal eine Handvoll, und die sagen, die haben keinen anderen Weg gesehen, als mich zu entlassen, also. Okay. So schaut's aus. Ich weiß nicht, ich würde euch das gern vielleicht nochmal zeigen. Da eben die Teambesprechung. Hier, die Teambesprechung. So manches fühlt sich seit gewisser Zeit hier nicht richtig an. Ja was, weiß ich nicht. Die Stimmung der Spieler ist gekippt und sie stehen nicht mehr länger hinter ihnen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Spieler stehen nicht hinter mir. Dann sage ich, ich weiß, dass es im Moment nicht gut für mich aussieht, aber ihr müsst Vertrauen in mich haben, dass ich das Ruder herumreißen kann. Ich brauche dafür die Hilfe von euch allen. Stellt euch hinter mich und wir kommen wieder auf Kurs. 3 von 5 sind auf meiner Seite, nur die 2 nicht. Okay. Konnte ich euch nicht offenbar alle auf meine Seite bringen, lassen wir es dabei bewenden. Also, Entschuldigung, was war da jetzt schlimm? Dann habe ich plötzlich die Vorstandssitzung. Unsere Sorge wächst, dass sie die Unterstützung der Spieler im Verein verloren haben. Wir möchten wissen, was sie dagegen zu tun gedenken. Es gibt eine Handvoll Unruhestifter im Kader, aber von der Mehrzahl der Spieler habe ich Rückendeckung. Das sollte man in die Bewertung mit einfließen lassen. Es ist ihr Job, für diese Angelegenheit nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Das Letzte, was der Club jetzt braucht, ist noch mehr Unruhe. Es tut uns leid, als sie zu entlassen. Es bleibt keine andere Wahl. Voll arg. Wir bekommen nicht mal eine wirkliche Chance, also das ist ja, das habe ich ja, das ist ja ein Wahnsinn. Ja, ich muss das jetzt mal sacken lassen, diese Entlassung. So, ich habe gleich mal meine Bewerbungen abgegeben bei allen anderen, wo ihr hier nicht beworben seht. Was gleich ohne Erfolg abgelehnt. Zumindest Ansehen tun sich meine Bewerbungen. Der vorletzte, glaube ich, in der zweiten Liga Ungarn. Dann immerhin ein Verein in Portugal. Noch ein Verein in der zweiten Liga Ungarn. Gjöa, aber nicht, glaube ich, das traditionelle Gjöa. Müsste ich dann in der Vereinsgeschichte sehen, ob das eine zweites und Anführungszeichen Gjöa und da FC Chiasso. Die würden mir am meisten sagen. Das wäre, müssten sie aber schnell handeln. Das wäre cool. Ein paar Spiele noch, vielleicht kann man sie da vom letzten Platz wegbringen. Das würde mir taugen.
Schauen wir, was passiert jetzt in den nächsten E-Mails. Aber die Entlassung nach wie vor für mich nicht nachvollziehbar, verstehe ich überhaupt nicht. Wie gesagt, zwei Spieler waren das. Und es haben sich die Spieler eigentlich auch nie beschwert über irgendetwas bei mir. Ja, vielleicht zu viel Krafttraining oder so, oder es kann jetzt nicht das Taktik gewesen sein. Krafttraining, okay, haben sie gesagt, und dann war es wieder Schnelligkeit und erstes Bewerbungsgespräch abgehandelt bei FC Gjör. Ja, bei Gjör gibt es nichts für mich. Haben sie anderweitig entschieden. Wieder ein kurzes Vorstellungsgespräch. Wieder in Ungarn, zweiter Liga. Die sind eigentlich anspruchsvoll. Nur in der Liga bleiben. Gesichert in der Liga bleiben. Keine Aufstiegsambitionen, nichts in diese Richtung. Wieder ein Vorstellungsgespräch, wieder ambitionslose Ungarn aus der zweiten Liga. Was mich nicht stört, das soll jetzt nicht negativ klingen. Und da würde ich gerne hin, ist nicht weit weg von Wien, weiß ich wo ist. Mojan Magyarova, das wäre cool, wenn ich haben könnte. Ich bin jetzt über einen Monat arbeitslos. Mojan Magyarova hat sich leider anderweitig entschieden. So, wir sind jetzt mittlerweile im Mai oder schon Anfang Juni. Tut sich nichts am Arbeitsmarkt. Ich habe jetzt Ligen hinzugefügt. Die kommen jetzt dann ab 1.7. und zwar Deutschland, die Regionalligen und die Oberligen, England, die League 1 und League 2 und auch die MLS, die Major League Soccer im Heimatland von Jürgen Reinholds. Aber ich befürchte, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, die kommt erst mit 1.1.2022 dann ins Spiel hinzu. Weggenommen habe ich Serbien, Slowenien, ich glaube nur Serbien und Slowenien. Vielleicht tut sich da etwas am Arbeitsmarkt. So, und da bitte wird sich doch ein Verein für mich finden aus den ganzen neun Ligen hier. In Deutschland und in England. So, um das ganze Prozedere mit der neuen Vereinfindung abzukürzen, ich hoffe, es ist eine Abkürzung, habe ich mich überall beworben, wo ein Job frei ist. Scheißegal welche Liga, scheißegal welches Land. Wenn jemand etwas von mir will, haben sie jetzt meine Bewerbung am Tisch und dann können sie sich bei mir melden und sobald sich bei mir jemand meldet, melde ich mich bei euch. Bei der Gelegenheit, wenn ihr wartet auf einen Job, den ich annehmen kann. Mit mir wartet sportfanatiker.at. Also wir haben jetzt den 28. Juli, ich bin immer noch ohne Job. Oberliga-Vereine in Deutschland hätte ich schon haben können. Die habe ich immer verschoben mit einem mit der Hoffnung auf ein besseres Angebot. Dann kam Inter Bratislava, da warte ich noch auf eine Antwort, dann müsste ich vom Abstieg retten. Chemie Leipzig, Regionalliga, auch vom Abstieg retten. Zwei Vorstellungsgespräche in Spanien, die leider ohne Erfolg waren. 2. Oktober, immer noch arbeitslos. Ich glaube mit den Amerikanern, da habe ich keinen guten Griff gemacht, schon bei der beim Start der Karriere, aber jetzt schauen wir, ab 1.1.2022 kommt die Major League Soccer dazu. Vielleicht hat man dort Verwendung für einen Amerikaner, der seine Karriere einfach nicht zum Laufen bringt.
5. November, Alter, ist schon zach, ist mühsam, aber zum, im eigenen Interesse, es startet bald mein Österreich-Pfeil, kann sich nur noch um Stunden handeln, bis ich da einen Safe beginne, auf das freue ich mich schon irrsinnig, da habe ich viel Zeit hineingesteckt, ihr werdet es dann sehen. Aber ich möchte auch den Amerikaner hier, Jurgen Reinholds, nicht aufgeben. Ja, hier kurz zu meinem Trainerprofil. Was ich komisch finde, ist, dass ich doch lange Zeit oder am längsten in Schweden tätig war und da eigentlich keine Scouting-Kenntnisse habe. Ja, komisch. 1. Dezember. Nix. Ich glaube, die Karriere kann man in die Tonne treten. Da geht nichts mehr beim Amerikaner. Sollte wirklich nach Hause fahren. Schauen wir noch, wenn die MLS ihre Toren öffnet, vielleicht gibt's da was. Aber wie gesagt, ich bewerbe mich. Ah, da schaut's. SV Todesfelde. Naja, passt wie die Faust aufs Auge, was haben die? SV Todesfelde. Na da. Schleswig-Holstein-Liga. Naja, in der Not frisst der Teufel die Fliegen. Und da habe ich kurz vor Weihnachten 2021 einen Verein gefunden. SV Todesfelde. Hier seht ihr, Gehaltsbudget einhalten, einfach nur chillig in der Liga mithalten. Ich habe auch nur 7 Monate Vertrag bekommen. Ja. Dann schauen wir mal, was wir da so alles jetzt erleben. Damit verabschiede ich mich aus der Folge 31. Hätte ich nicht geglaubt, dass diese Folge so endet und ich beim SV Todesfelde landen werde. Wie gesagt, diese Entlassung finde ich ungerecht, weil ich habe wirklich keine Chance bekommen. Ich durfte die Vorbereitung, durfte ich mit den Arsch da abarbeiten. Und dann, weil zwei Spieler die ganze Mannschaft scheinbar repräsentieren. Ja, wie gesagt, das war Folge 31, eine Orgefolge. Wenn es euch gefallen hat, ein Like. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt überhaupt in die Kommentare. Teilt dieses Video, teilt meinen Kanal. Und wenn euch mal langweilig ist in der Arbeit, dann gacken oder so. Sportfanatiker.at. Ich bedanke mich fürs Zusehen, das war Folge 31, in Folge 32 sehen wir uns wieder, da steigen wir ein beim SV Todesfelde und ich bedanke mich jetzt schon fürs Zusehen, Baba, euer Ciao.